Schönen guten Tag, Herr Emden. Hallo, Jan. Herr Emden, gestern wurde im Niedersächsischen Landtag der 23. Rundfunkänderungsvertrag abschließend beraten. Es gab dabei einen ziemlich heftigen Schlagabtausch zwischen Ihnen und Christian Meyer von den Grünen. Warum? Da ging es in erster Linie darum, dass Herr Meyer immer noch nicht begriffen hat, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht abschaffen wollen, sondern dass wir ihn reformieren wollen in der Form, dass er wieder seinem Grundauftrag und dem Pluralismusgedanken Genüge tut, für den er ja eigentlich mal da war. Das heißt also, die Bürger mit objektiver, neutraler Berichterstattung zu versorgen, mit Nachrichten zu versorgen und eben auch pluralistisch unterwegs zu sein und nicht die Meinungskorridor zunehmend zu verengen und mehr den Anschein zu erwecken, Meinungsmacher geworden sein als denn seriöser, neutraler Berichterstatter. Und darum ging es. Ein anderer Punkt, um den es auch ging, das war die, ja, ich muss sagen, geradezu groteske Forderung in Anbetracht der wirtschaftlichen Nöte, in die viele Menschen gekommen sind durch die Corona-Krise seitens der Grünen, die jetzt fordern, allen Ernstes den Rundfunkbeitrag noch weiter zu erhöhen. Also über die Erhöhung, die jetzt ansteht, noch darüber hinaus deutlich waren die Worte zu erhöhen. Das ist ein unfassbares Verlangen und jeglicher Realität fern. Die AfD-Fraktion ist ja so gesehen gegen alle anderen Fraktionen im Landtag der Bad Boy, denn sie fordert eine völlig andere Rundfunkpolitik, um nicht zu sagen eine komplette Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Was ist sozusagen die wesentliche Vorstellung der AfD im Kontrast zu den anderen Fraktionen? Wir sind eher der Good Boy meiner Meinung nach oder der Good Cop, weil wir nämlich gerade, wie eben schon gesagt, dahin wollen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder das wird, was er einmal war und was quasi der Grundgedanke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Also seriöse, neutrale Berichterstattung, objektive Berichterstattung und wie gesagt, die Grundversorgung sicherstellen. Wir brauchen keine 9 Milliarden Euro Jahresbudget für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt, der sich zu 8 Milliarden Euro allein aus Rundfunkbeiträgen speist, um teure Fernsehrechte an Sportveranstaltungen zu senden oder teure Eigenproduktionen zu drehen, sondern es ist nötig, das alles zusammenzudampfen, runterzufahren. Das ist das, was wir wollen. Und wir wollen nochmal eben auch eine objektive, seriöse und ausgewogene Berichterstattung. Und das findet ja bedauerlicherweise überhaupt nicht statt mehr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine zentrale Forderung ist ja dementsprechend auch die Beitragsfreiheit für den dann verbleibenden Grundversorgungsauftrag, den die Öffentlich-Rechtlichen noch erfüllen sollen. Nun steigt ja der Beitrag auf 18,36 Euro. Christian Meyer ist das offensichtlich, Sie sagten es gerade schon, ja immer noch nicht genug. Wie geht die AfD-Fraktion mit dieser Erhöhung der Rundfunkbeiträge um? Naja, wir halten sie natürlich für absolut ungerechtfertigt und beziehen, wo wir nur können, dagegen Stellung. Das ist schon mal ganz klar. Man kann eben auch Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel so einen leichten zivilen Ungehorsam, dass man den Beitragsservice ein bisschen tyrannisiert, zum Beispiel durch Bareinzahlungen und Ähnlichem. Das ist völlig legal. Das ist immer ein Tipp, den wir geben, um das Ganze ein bisschen zu erschweren. Insgesamt aber geht es uns darum, dass wir eine Kampagne planen, eine große Kampagne planen, um uns deutlich gegen die Rundfunkbeiträge im Ganzen generell zu positionieren. Denn wir haben ein Reformmodell für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk entwickelt, das dermaßen substanziell durchdacht ist auch, dass wir in dem Zusammenhang feststellen konnten, dass es auch möglich ist, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Form, wie er eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist, nämlich eben als Grundversorger, als neutrales Medium, insbesondere zur Bildung der Bevölkerung, ohne die Erhebung von Rundfunkbeiträgen finanzieren könnten und ohne auch die Bürger durch die Hintertür anderweitig zu belasten. Das ist immer das Argument, dass man sagt, wenn es keine Rundfunkbeiträge gibt, dann müssen wir irgendeine Abgabe einführen. Das ist Blödsinn. Es geht ganz ohne, wenn man es denn nur wollte und richtig anpackt. Und dafür steht die AfD. Ein weiterer Antrag der Grünen wurde dann heute behandelt. In diesem Antrag forderten die Grünen Unterstützungen für eine vielfältige Medienlandschaft im Zuge der Corona-Krise. Sie sagten dazu, dass es durchaus ein wichtiges Anliegen ist, weil gerade auch Akteure wie Regionalzeitungen für den pluralen Medienmarkt unglaublich wichtig sind. Was sagen Sie sonst zu dem Antrag der Grünen? Naja, der Antrag zielt insoweit, was jedenfalls
die Freiheit des Journalismus und die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung für den Fall, dass da wirklich freie Journalisten zum Beispiel oder kleine Verlagshäuser in wirtschaftliche Not kommen durch das Wegbrechen der Werbeeinnahmen, durchaus in die richtige Richtung. Er ist handwerklich aber schlicht grotten, aber das ist typisch bei den Grünen, er ist rechtlich grotten. Die Grünen haben zum Beispiel noch nicht mal begriffen, dass es heutzutage nicht mehr Rundfunkgebühr, sondern Rundfunkbeitrag heißt. Also steht allen Ernstes in dem Entschließungsantrag noch mehrfach Rundfunkgebühr drin. Das sind so Zeichen, die deutlich machen, dass die Grünen gar nicht wissen, wovon sie sprechen. Und das liest sich eigentlich in jeder Zeile dieses Antrags. Deshalb ist er fachlich unglaublich schlecht gemacht. Nichtsdestotrotz muss man darüber nachdenken, wie man den Pluralismus auch gerade im regionalen Zeitungsbereich erhält. Und dagegen wirkt, dass es eventuell jetzt zu weiteren Konzentrationen gibt, dadurch oder zu weiteren Konzentrationen kommt, einfach dadurch, dass einzelne kleine Verlagshäuser aufgeben müssen. Das darf es natürlich nicht geben. Wir müssen eine pluralistische Medienlandschaft beibehalten, beziehungsweise wir müssen sie eigentlich eher noch stärken. Und insofern muss man sich überlegen, wie man da unterstützen kann. Vielen Dank, Herr Emden. Ich danke auch.